Meine Damen und Herren, lieber Herr Konsul, lieber Holger und das gesamte Team, vielen Dank, dass ich hier auch teilnehmen darf zum ersten Mal in diesem wirklich sehr interessanten Kongress. Estimadas, señoras y señores, muchísimas gracias por estar con nosotros hoy presentes. Para mí es un honor estar con ustedes, señor Cónsul. Muchas gracias a usted por su participación y especialmente un agradecimiento a Holger y a todo su equipo por este evento. Si me permiten, yo tenía una presentación preparada, pero la vamos a hacer, creo que, digamos, no hay tantos minutos y parece que es algo más, el diálogo siempre me parece un poquito más didáctico. Ich habe zwar die Präsentation zur Kammer eigentlich vorbereitet, aber ich glaube, wir machen es in etwas, sagen wir mal, dekontrakturierten Stil weiter. Das passt auch, glaube ich, wirklich zu, zu dem Thema. Como Cámara hemos sido fundados, lo han mencionado, en 1968. Yo no he nacido en 1968, pero la Cámara festejó 55 años el año pasado. Y somos, de alguna manera, el puente entre Perú y Alemania. Wir wurden 1968 gegründet. Zwar bin ich nicht seit 1968 in der Kammer, bin ich ein bisschen jünger noch, aber auf jeden Fall, wir haben letztes Jahr unser 55. Jubiläum gefeiert und wir sind eben die Brücke zwischen Deutschland und Peru. Lo que queremos destacar especialmente son los servicios que ofrecemos como Cámara a todas las empresas, a todos los emprendedores, a todas las startups, tanto de Alemania como como en el Perú. Wir wollen uns da wirklich auch positionieren, dass wir sozusagen die Anlaufstelle sind für alle Firmen in Peru, in Deutschland, aber auch für Startups und Entrepreneure. Sind wir auch gerne bereit, sie zu unterstützen für ihren Markteintritt im jeweiligen Land. Tenemos varios servicios que ofrecemos desde la cámara, entre ellos, por ejemplo, el tema de informaciones de mercado, el tema de búsqueda de socios comerciales, el tema de delegaciones, el tema de ferias en Alemania y en el Perú. Wir haben ein großes Portfolio an Dienstleistungen, die wir anbieten können, mit denen wir sie unterstützen können für ihre Markterschließung im jeweiligen Markt. Und zwar, wir bieten individuelle Geschäftspartnervermittlung an. Sie können über uns Marktstudien, Marktberichte einholen. Sie können selbstverständlich organisieren wir auch Delegationen und wir organisieren unter anderem auch Messe. Wie ist das? Ja, Beteiligung von peruanischen Firmen in Deutschland als auch von den deutschen Firmen in Peru. Uno de los highlights, creo que es importante mencionar, sobre todo para los emprendedores peruanos, que realmente me parece, estoy muy ansioso de conocerlos, hay dos eventos, creo que muy interesantes en Alemania, que uno es la Bits and Brezel, es un evento que se hace en Baviera, y el otro es Startup Tour Germany, que también tiene justamente la sede en Berlín. Creo que son dos excelentes eventos donde uno como startup peruana debería ir como para un intercambio presencial, digamos, con otros startups o con el ecosistema, digamos, de emprendedurismo en Alemania. Ich will an dieser Stelle zwei Veranstaltungen vielleicht darauf hinweisen. Wir organisieren nicht selber, aber wir haben schon auch Erfahrung da aktiv mit agiert. Und zwar gibt es auf der einen Seite gibt es die Bits and Brezel und in Bayern und dann gibt es auch noch mal die Startup Tour Germany in Berlin. Und diese beiden Veranstaltungen sind in der Regel eine exzellente Plattform, um sich als Startup in Peru sich auch zu positionieren, einfach das Ökosystem des Startup und der Entrepreneure in Deutschland kennenzulernen. Ich glaube, dass es eine sehr, sehr interessante Möglichkeit ist. Nosotros desde la Cámara queremos trabajar mucho más con este ecosistema. Hemos organizado un networking de startups en noviembre perdón, diciembre del año pasado. Pero esto fue primero en Perú, pero digamos, la idea es expandir también un poco nuestras actividades y de alguna manera trabajar con el emprendedurismo y con las startups peruanas y alemanas. Wir haben im letzten Jahr auch eine Veranstaltung organisiert hier in Peru und waren so, Moment, hier ist irgendwas aufgegangen. Ja, hier ist Fenster gerade. Wir haben auch eine Veranstaltung organisiert mit unseren Mitgliedern und Startups hier in Peru. Im Moment war das nur eine reine peruanische Veranstaltung, aber wir hoffen wirklich auch, wollen auch da ganz aktiv, also viel aktiver werden in dieser, sagen wir mal, ja, Vereinbarung, diese Brücke zwischen deutschen und peruanischen Startups. Ich wünsche wirklich allen Teilnehmerinnen und Teilnehmern einen sehr, sehr erfolgreichen Kongress. Ich bin sehr gespannt auf die Vorträge, auf die Projekte.
und freue mich wirklich, hier dabei zu sein zum ersten Mal. Estoy muy ansioso y muy alegre y contento de estar acá por primera vez en este congreso. Les deseo una muy fructífera jornada desde el HK Perú. Les deseo realmente éxito y estoy, vuelvo a decir, ansioso de ver los proyectos que están presentando. Vielen Dank, muchísimas gracias y una exitosa jornada de entrepreneur.